Wenn sie den Raum betritt, dann eigentlich, um ihren Studierenden etwas beizubringen. Doch sie weiß, dass die wirklich wichtigen Themen in den Pausen und nach Seminarende besprochen werden. Sie ist aufmerksam. Sie hört zu. Sie interessiert sich für die Gespräche, die abseits der Seminarinhalte gesprochen werden. Dadurch ist sie bestens informiert. Sie weiß, welche Schwierigkeiten in Kanzleien herrschen und was junge Menschen wollen oder eben, was sie nicht wollen. Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Es ist mal wieder Zeit, sich zu unterhalten, mal wieder Zeit, ein Verhör durchzuführen. Und für dieses Verhör habe ich wie immer einen Gast. Und ich freue mich, dass sie nochmal gekommen ist. Ich musste sie einfach nochmal einladen, weil mir nach dem letzten Verhör mit ihr dann doch noch so ein paar Fragen offen geblieben sind. Und die Rede ist von Jenny Frenken. Einen wunderschönen guten Morgen, Jenny. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, wunderschönen guten Morgen, Flo. Jenny, es ist, das können wir sagen, 8 Uhr am Montagmorgen. Was sagt das über deine Arbeitsmoral? Ja, ich bin immer sehr, sehr früh am Schreibtisch, muss man sagen. Also, ja, das stimmt. Kiddies sind immer sehr früh in der Kita und dann geht's direkt immer los. Und ja, nicht nur früh am Schreibtisch, also ich kann mir vorstellen, ich könnte jetzt Beamtenwitze machen, lasse ich natürlich an der Stelle, aber also auch im Finanzamt und so weiter sind die Leute, glaube ich, oft sehr früh am Schreibtisch, aber das sagt ja noch nicht mit wie viel Energie, aber wir haben uns ja, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, schon unterhalten und es sprießt einfach alles aus dir raus und es springt rüber bis hier nach Freiburg, die ganze Energie, mit der du auch um 8 Uhr morgens am Schreibtisch sitzt, an einem Montagmorgen, ne? Ja, und ich muss sagen, ich habe schon einiges geschafft vor unserem Treffen hier. Okay, bevor ich zu den Personalien komme, erzähl mal, wann hast du angefangen und was hast du bis 8 Uhr geschafft? Ja, von 7 Uhr, ich sitze meistens um 10 nach 7 am Schreibtisch und dann habe ich hier meine ganzen To-Do-Listen und arbeite die immer schön brav ab. Und dann eben, ich bin ja sehr viel in der Lehre noch tätig, habe da eben halt heute Morgen mir noch schon ein Skript angeschaut, kontrolliert, Endkontrollen. Das ist eigentlich auch der perfekte Übergang. Einen Kommentar erlaube ich mir noch zu den To-Do-Listen. Das mache ich ja auch. Ich schreibe auch To-Do-Listen. Ich bin dann sehr gut darin, die im Laufe des Tages zu verlieren, dann eine neue zu schreiben. Und das Witzige ist, wenn man dann die alten dann doch wieder findet, dann merkt man, dass die zweite eigentlich mit der ersten gar nichts mehr zu tun hatte. Also es ist sehr, das ist ein nettes Prinzip, funktioniert aber auch nicht bei allen. Jenny, du hast gerade schon gesagt, du bist viel in der Lehre tätig. Ich komme einmal, auch wenn du schon mal Gast warst, trotzdem nochmal zu deinen Personalien, weil die durchaus wichtig sind. Ich habe schon gesagt, Jenny Frenken ist dein Name. Du hast gerade vorweggenommen, du bist viel in der Lehre tätig. Das ist ganz wichtig heute, da werden wir nämlich drauf schauen. Wir haben uns beim letzten Mal schon drüber unterhalten, Jenny, wie dein persönlicher Werdegang war. Du hast so ein bisschen erzählt, wie du in die Steuerbranche gekommen bist und dahingehend ergänze ich deine Personalien nochmal so ein bisschen. Du hast nämlich dann ganz lange bei der Finanzverwaltung gearbeitet, warst da bis 2018 dann unter anderem als Ausbilderin beziehungsweise als Koordinatorin der Ausbildung. Und dann warst du lange Sachbearbeiterin, Hauptsachbearbeiterin in der Steuerabteilung einer Stadt bis 2022 und du bist Dozentin für steuerrechtliche Fortbildung für verschiedene Anbieter. Das ist alles richtig soweit, oder? Ja, genau, richtig. Wir haben uns beim letzten Mal schon drüber unterhalten auch, dass du immer wenn wir uns unterhalten, eine wahnsinnige Energie mitbringst und dass ich das wahnsinnig ansteckend finde und dass mir das so richtig Spaß macht. Und jetzt möchte ich nämlich heute mit dir nochmal auf ein Thema schauen, von dem ich glaube, dass du da auch auskunftsfähig bist. Und das geht nochmal so in Richtung der Zielgruppe junger Menschen, junger Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die möglicherweise für, ja nicht nur für Steuerkanzleien, sondern für den Steuerbereich insgesamt interessant sind. Und ich habe mir sagen lassen, dass du auch eine ganz gute Expertin bist, um zu beurteilen, was junge Menschen wollen und was sie aber auch nicht wollen, weil du eben sehr viel Kontakt zu jungen Leuten hast. Und dahingehend habe ich genau eine einzige Frage für diese heutige Podcast-Folge vorbereitet, Jenny, und die gebe ich direkt an dich. Was wollen junge Menschen denn?
Ja, danke, Flo. Da hast du vollkommen recht. Ich bin ja zum Beispiel auch in der Steuerberaterfortbildung tätig, nur ein Beispiel zu nennen. Und da habe ich natürlich unglaublich viel Kontakt mit ganz vielen jungen Menschen, zukünftigen Kollegen, Kolleginnen. Und immer wieder höre ich eben dieselben Dinge, weil das Wichtigste bei meinen Vorträgen sind halt auch die Pausenzeiten, um auch eben zu erfragen, was sie anstrebt, was sie motiviert. Und ich finde, wenn man das weiß, kann man auch viel besser auf die Teilnehmer eben auch eingehen. Und was mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel das Thema Onboarding oder überhaupt nicht wahrgenommen werden. Ein Beispiel, fangen wir mit dem Onboarding an. Ich habe jetzt wieder ganz viel Kontakt mit einer Kollegin, die auch aus der Finanzverwaltung gekommen ist, jetzt rausgegangen ist, ist zu einer großen, namhaften Kanzlei gegangen und ist total enttäuscht, weil sie überhaupt nicht an die Hand genommen wird. Es muss sofort alles laufen und sie hat überhaupt gar keine richtige Einarbeitungszeit. Das ist gar nicht richtig strukturiert und sie fühlt sich so ein bisschen verloren. Und ich glaube, dass das sehr häufig der Fall ist. Ich möchte das nicht auf alle, um Gottes Willen, das ist natürlich nicht allgemein zu verallgemeinern. Verallgemeinern, sorry. Aber da denke ich, haben ganz viele Kanzleien noch Potenzial nach oben, dass man sagt, okay, man nimmt sie jetzt erstmal eine gewisse Zeit an die Hand und zeigt, wie möchte man das gerne haben? Hat man überhaupt eine allgemeine Struktur in der Kanzlei? Gibt es einen Leitfaden? Also diese Optimierungsprozesse und dafür sollten sich, finde ich, auch Kollegen Zeit nehmen, das eben in den Kanzleien zu optimieren. Und der zweite Punkt, jetzt rede ich mal so ein bisschen, der zweite Punkt ist Ich einmal eben. ganz kurz schon dazwischen, Jenny, weil höre ich da auch das Plädoyer raus für einen Leitfaden, also sich tatsächlich auch mal hinzusetzen und zu sagen, hey, am 1. September kommt ein neuer Auszubildender, eine neue Auszubildende, wir brauchen einen Leitfaden, lasst uns mal gucken, was wichtig ist. Hab ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Also auch hier ist. Also ich bekomme so viel mit. Ganz oft ist es auch in den Kanzleien, dass jeder Mitarbeiter das so macht, wie er es halt eben schon immer macht. Aber es wird halt häufig auch überhaupt gar nicht einheitlich gemacht. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, wenn man dann jemanden hat, alle haben viel zu tun und dann hat man oft auch das Gefühl, eben lästig zu sein, ne, als Neuer. Man braucht halt eine feste Person idealerweise und die nimmt sich dann eben auch Zeit, sie einzuarbeiten. Oder andererseits gibt es mittlerweile natürlich auch die Möglichkeit, das vielleicht mit so Onboarding-Videos zu machen. Zu sagen, hey, das ist unsere Struktur, so stellen wir uns das vor, so wird eine Erklärung bearbeitet. Und wenn du darüber hinaus Fragen hast, komm gerne zu der Person X. So würde ich es persönlich zum Beispiel auf jeden Fall strukturieren. Und das wäre natürlich wichtig und dann natürlich am Anfang auch nicht mit Umsatzdruck arbeiten. Natürlich ist das, wenn man jemanden einstellt, möchte man als Chef, dass diese Person produktiv ist, Klar. gar keine Frage, aber man braucht halt eine gewisse Einarbeitungszeit. Ja. Der zweite Punkt, entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Im laufenden Geschäft, wenn ich dann frage, warum möchtet ihr die Steuerberaterprüfung denn jetzt überhaupt machen, jetzt beispielsweise, kommt noch ganz oft der Punkt, ja, ich arbeite und ich werde überhaupt gar nicht wahrgenommen. Das ist vor allem also auch, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass ganz viele Mitarbeiter überhaupt gar nicht wahrgenommen werden, dass vielleicht auch, dass vielleicht auch manchmal so ein bisschen Weiblichkeit auch häufig in dieser Männerdomäne fällt, diese emotionale Bindung. Was möchten denn die Mitarbeiter? Oft ist es nämlich nicht nur das Geld, sondern einfach wahrgenommen zu werden. Und das Gefühl zu haben, hey, was du machst, ist total wichtig. Und hey, das ist deine Stärke, darum setze ich dich da und da ein. Das machst du gerne, das machst du gut, go for it. Und ich finde, da kann man vielleicht auch häufig nochmal optimieren und hinschauen. Das erschließt sich mir total. Das kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, das bezieht sich wahrscheinlich auf alle Tätigkeiten, die wir machen. Und es ist ja egal, ob das Beruf oder Freizeit ist, irgendwie geht es ja immer um genau diese Wahrnehmung. Und irgendwie versuchen wir ja immer auf so eine Bühne zu kommen, wo man die Anerkennung seiner Mitmenschen, seiner Kolleginnen und Kollegen bekommt. Hast du dann einen Tipp, wie Kanzleien das hinbekommen? Oder erzählen dir manchmal auch deine Studierenden, mit denen du arbeitest, wie diese Wahrnehmung bei ihnen gelebt wird? Also so eine positive Geschichte auch, gibt's das?
Ja, klar, auch es gibt auch die andere Seite, die sagen, ich habe so eine tolle Chefin, ich habe so einen tollen Chef, da möchte ich Partner werden. Das ist eher aus dieser Motivation raus. Ich bin da zu Hause, da fühle ich mich wohl, da ist alles perfekt und das ist so mein nächster Step. Das ist so das andere Positive, ne? Wenn die Kommunikation gut ist, ne? Das heißt, es ist am Ende Kommunikation oder was ist es, dass diese Leute sich wahrgenommen fühlen? Ist es einfach quasi, ich formuliere es mal ein bisschen provokant, das Tätscheln auf den Kopf vom Chef, wo man sagt, hey, hast du gut gemacht? Oder was ist es? Ja, ich glaube, es ist halt ganz viel Soft Skills sind einfach diese Kommunikation. Was ist denn einem wichtig? Interessiert sich derjenige für den oder ist man einfach nur ein Produkt, um halt Umsatz zu tätigen? Und auch hier, dass man eben auch die Stärken sieht und diese nutzt. Also da würde ich immer hinschauen. Und ganz häufig sehe ich halt Fehlkommunikationen oder gar keine Kommunikation. Ja, und da kann man einfach vielleicht auch mal hinschauen und das auch sich doch, also in diesem Bereich auch fortbilden. Aber ich finde auch, dass es immer jetzt heutzutage immer mehr in den Fokus gerät. Das auch, ne? Heute ist das nicht mehr so wie damals, oh Gott, Soft Skills, das braucht doch kein Mensch. Nee, ich glaube, das ist auch immer mehr, dass das eben in den Fokus rutscht und auch diese Onboarding-Programme etc. Es wird bewusster, weil die Konkurrenz auf dem Markt einfach auch immer größer wird. Und ich denke, auch viele müssen sich langsam bewegen, sonst kann man bald das Unternehmen schließen, wenn keiner nachrückt. Ja, das leuchtet mir total ein, aber was ist da so dein Erlebnis? Ist es den Leuten immer bewusst, dass es tatsächlich beispielsweise um Wertschätzung geht? Können die Menschen, die also jetzt bei dir sitzen, beispielsweise die Studierenden, können die das immer so klar artikulieren? Weil mein Gefühl ist, dass man oft ja auch so eine Unzufriedenheit irgendwie spürt, aber gar nicht so richtig weiß, wo es herkommt. Und erst wenn man sich wirklich länger damit beschäftigt, kommt man dann vielleicht irgendwann drauf zu sagen, ja, irgendwie werde ich nicht gesehen oder irgendwie bekomme ich einfach keine Wertschätzung und das stört mich, weil ich bin gut und ich will für das, was ich mache, gesehen werden. Können die das immer so kommunizieren? Also ist das, warum ich diese Frage stelle, ist, weil ich glaube, es ist für viele Chefs, Chefinnen wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu erkennen und rauszukriegen, dass jemand vielleicht ein bisschen mehr Lob braucht oder ein bisschen mehr Anerkennung, eben nicht nur finanzieller Art, sondern auch so ein Lob. Also das glaube ich, ist wahrscheinlich oft in so einer Beziehung eben auch, dass vielleicht beide Seiten das gar nicht so richtig gut kommunizieren können. Ja, dafür glaube ich, braucht man auch so ein bisschen Feingefühl. Natürlich kommuniziert das nicht jeder so klar. Wenn man dann fragt, ja, sagt man, dann erzählen auch ganz viele einfach, ja, ich fühle mich da nicht wohl, es gefällt mir da nicht, die Atmosphäre, etc. Also es sind oft halt auch eben, dass die Teilnehmer eine Situation beschreiben, wie es bei denen eben ist. Und dadurch, dass ich natürlich so viel sehe und viel höre, schließe ich natürlich daraus auch häufig Schlüsse. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt. Ich selber sitze ja nicht da und kann mir natürlich nur aus diesen Erzählungen auch ein Bild machen. Und das ist eben meine Vermutung, dass es daran halt häufig scheitert. Und ja, wenn ich in Kanzleien bin und Inhouse-Schulungen gebe, auch da bekommt man natürlich auch einiges mit. Auch alleine, wie sind die Büroräumlichkeiten? Ist das eher einfach alles schön eingerichtet oder eher, dass man denkt, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Weil auch das, finde ich, glaube ich, macht mit einem etwas, ob man eben in einer Kammer sitzt. Ich habe mir letzte Woche eine Inhouse-Schulung gegeben für einen großen Konzern und die Mitarbeiter haben mir in der Pause dann erzählt, dass sie in einer Besenkammer sitzen, sich ein Büro, was eigentlich für 3 Leute ausgelegt ist, mit 5 Leuten teilen und haben dann einfach auch darüber wieder erzählt, wie sie sich fühlen, wie sie, ne, damit umgehen. Und ich glaube, auch da muss man einfach hinschauen und schauen, dass man wenigstens so gewisse schöne Grundkonstrukte schafft. Wirst du quasi als neutrale Person einfach betrachtet, kommen die Sachen vielleicht deshalb auch bei dir raus? Und was du ja aber trotzdem machen kannst aus dieser Rolle, dass du diese Sachen mitbekommst, ist doch den Tipp, also genau, einerseits in einem Medium wie hier drüber zu sprechen, weil ich glaube, jetzt erreichst du damit natürlich schon wieder Leute, die dann sagen, oh, okay, vielleicht muss ich da mal drüber nachdenken, im besten Fall. Aber ein anderer Tipp kann und muss ja eigentlich auch fast sein, den Leuten das zu spiegeln, oder? Und zu sagen, hey, danke, dass ihr das erzählt.
Aber ihr müsst es auch in der Kanzlei sagen. Ihr müsst es eurem Chef, eurer Chefin gegenüber ansprechen. Das ist ja was, was du wahrscheinlich auch machst. Ja. Was sind da so Reaktionen? Also auch da jetzt Beispiel mit diesen Räumlichkeiten. Auch hier fast selbe Antwort. Habt ihr das denn schon offen kommuniziert? Mhm. Wurde es denn schon gemeldet? Es ist ja auch da wichtig zu kommunizieren. Es gibt nichts Schlimmeres als nicht kommunizierte Erwartungen. Die größte Fehlkommunikation ist, dass man halt nicht seine Erwartungen kommuniziert. Und daher auch hier muss man vielleicht aktiv werden als Person, die sich nicht wohlfühlt. Nur, das kann man anbringen, ja. Ja, also jetzt spreche ich mal ganz offen und ehrlich als jemand zu dir, der auch ganz schlecht darin ist, Erwartungen zu kommunizieren, weil, also oder generell jetzt sicherlich nicht der beste Kommunikator ist, weil mir das schwerfällt. Welchen Tipp gibst du Leuten, die sagen, boah, ich traue mich nicht, das bei meinem Chef anzusprechen, oder mein Chef ist immer so gestresst, der reagiert dann immer so und so, das brauche ich gar nicht ansprechen. Was sagst du so Leuten? Ja, tatsächlich. Ich finde auch, es kommt ja immer darauf an, wie man etwas kommuniziert. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sage, das erwarte ich oder das wünsche ich mir, muss das ja nicht unglaublich fordern, aggressiv, böse oder sonst was sein. Man kann es ja auch versuchen, positiv zu formulieren und auch in einem positiven Rahmen halt eben anzusprechen. Und da bin ich aber, glaube ich, vielleicht auch sehr straight. Und wenn es einfach nicht passen würde, wenn man sagt, okay, man findet eben keinen Kompromiss vielleicht oder keine Lösung, dann muss man sagen, okay, ist es denn noch das Richtige für mich in dem Moment? Ich bin aber auch ein Typ, ich mecker nicht und motze nicht, weil wenn es mir überhaupt nicht gefällt, dann würde ich sagen, dann muss ich etwas verändern. Aber da ist halt auch nicht jeder Typ, ne? Aber ich finde, wenn man es wenigstens mal ausgesprochen hat, dann weiß der Gegenüber, was einem vielleicht auch wichtig ist und kann vielleicht auch, nimmt es sich ja doch irgendwie zu Herzen. Ja, es ist spannend. Auch da können wir natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Glaube ich, was mir immer tatsächlich schon geholfen hat, ist, wenn ich mir die Sachen vorher aufgeschrieben habe, ne? Und dass ich dann wirklich weiß, okay, Flo, du gehst jetzt in ein Gespräch, diese Dinge willst du ansprechen und guck bitte auch, dass es gemacht ist. Das kann ja auch schon helfen. Aber das ist auch wieder irgendwie eine interessante Erkenntnis, weil das ist natürlich jetzt irgendwie eine Erwartung vielleicht von jüngeren Menschen. Wobei, ich will es gar nicht auf Jüngere. Das ist wahrscheinlich irgendwie durch alle Generationen gleich. Es gibt immer Menschen, die brauchen mehr Lob, die wollen mehr gesehen werden. Dann gibt es wieder andere, denen ist es völlig egal, die wollen einfach ihr Ding machen. So gibt es das durch alle. Aber es ist eben ein Geben und Nehmen. Das ist jetzt nicht nur was Kanzleien und Arbeitgeber richtig machen können, sondern es muss natürlich auch irgendwie fair kommuniziert werden. Ne? Das finde ich so das Spannende an deiner Perspektive, dass du natürlich so als neutrale Person plötzlich so Sachen mitbekommst, von denen man eigentlich denken müsste, hey, die müsst ihr in der Kanzlei ansprechen. Mhm. Ja. Gibt's da noch mehr, Jenny, von diesen Sachen, von diesen Erwartungen, die du raushören kannst, rauslesen kannst, wenn du Seminare gibst? Was so noch vielen, also was ich so mitbekomme, vielen ganz wichtig ist, ist aber auch natürlich so ein gewisser Lifestyle, der auch jetzt immer wieder durch die Medien geht, natürlich frei arbeiten, am besten ortsabhängig. Also natürlich unabhängig, auch diese, Punkte, die spielen oft natürlich eine große Rolle. Muss ich aber auch sagen, wenn wir eine digitale Kanzlei haben, ist das ja auch zum großen Teil wirklich möglich. Ne? Also da muss man auch sagen, ist die Steuerbranche eigentlich prädestiniert, zu sagen, hey, das ist bei uns möglich. Denk mal auch hier über eine Ausbildung nach, wenn wir noch früher ansetzen. Es ist eine sehr gut bezahlte Branche. Und wenn man halt die entsprechende Kanzlei wählt, ist man auch ortsunabhängig. Kann ich daraus auch ableiten? Also auch da, glaube ich, braucht man gar nicht sehr auf die Generation Z schauen, weil auch, also ist für mich zum Beispiel auch, ich bin nicht Generation Z, du auch nicht, und für uns ist es trotzdem auch, glaube ich, wichtig, dass wir ortsunabhängig arbeiten können und dass wir Freiheiten haben. Also auch das wahrscheinlich über alle Generationen hinweg. Ist es im Umkehrschluss aber so aus deiner Erfahrung fast schon ein Ausschlusskriterium, wenn ich solche Sachen heutzutage nicht anbiete? Also für mich persönlich wäre es das absolut, ja. Also das würde ich auch vor allem, natürlich ist auch nicht jeder so, aber ich bin jetzt ja auch Mutter von 2 Kindern. Ich arbeite sehr, sehr viel und wenn ich Arbeitszeit habe, auch wirklich super ordentlich. Für mich ist es aber trotzdem sehr wichtig,
in gewisser Weise flexibel zu sein. Klar, wenn ich meinen Tag dozieren bin, dann bin ich weg, dann doziere ich. Aber wenn ich dann eben halt diese Homeoffice-Tage in Anführungszeichen habe, dass man da schon flexibler auch ist. Wäre für mich persönlich ein Ausschlusskriterium, wenn ein Arbeitgeber mir das nicht bieten würde. Und man kann mich ja trotzdem messen, beurteilen an verschiedenen Zahlen. Und wenn man eben keine Leistung bringt, kann man das auch eben kommunizieren. Wäre für mich jetzt persönlich ein absolutes Ausschlusskriterium. Jetzt, du hast für dich gesprochen, aber so von dem, was du aus den Seminaren, den Fortbildungen mitbekommst, ist das auch da Grundtenor, dass man einfach heutzutage, da sind wir ja wieder bei Erwartungen, aber dass man vielleicht sich's auch einfach ein bisschen erlauben kann zu sagen, hey, ihr bietet mir das nicht, dann kommen wir nicht zusammen. Also auch hier, viele sind viel selbstbewusster und auch wenn die dann den Abschluss in der Tasche haben, egal welche Fortbildung sie dann jetzt gerade belegt haben, ob Steuerfachwirt, Steuerberater oder auch Qualifikationslehrgänge, dass man natürlich auch viel selbstbewusster an dem Punkt dann auch ist und sagt, hey, ich wünsche das gerne. Aber auch hier, wenn ich dann die Chefin wäre und feststelle, ich habe hier Defizite und mein Arbeitnehmer wünscht sich das, habe ich ja trotzdem auch noch eine Möglichkeit zu sagen, ich sehe das auch, ich finde den Ansatz großartig, hilf mir doch, das umzusetzen. Also auch da, finde ich, ist es ja im ersten Punkt kein Ausschlusskriterium, sondern hier auch wieder die Kommunikation und zu sagen, hey, okay, ich sehe die Defizite auch, da ist Handlungsbedarf, dann lasst uns das vielleicht gemeinsam vielleicht angehen. Was wünschst du dir, wie können wir das umsetzen, etc.? Auch da, finde ich, ist es immer der Punkt, was macht man daraus? Lass uns vielleicht genau auf diesen Punkt jetzt nochmal schauen. Ich stelle mir mal vor, Jenny Frenken hat eine Kanzlei und also wer weiß, vielleicht kommt es ja auch irgendwann noch, mal sehen. Und du baust jetzt deine Kanzlei auf und versuchst dir eben so einen Werkzeugkasten zusammenzubauen aus den Dingen, die dir wichtig sind und von denen du glaubst, dass sie auch in Anführungszeichen die richtigen sind. Wie baust du diesen Werkzeugkasten auf? Also welche Chancen nutzt du und wie gehst du es an? Mir wäre vor allem wichtig, und daran arbeite ich tatsächlich jetzt schon, ich habe tatsächlich Leitfäden, wie ich mir zum Beispiel gewisse Fälle wünsche, wie die abgearbeitet sind, wie sie auch visualisiert werden. Das, finde ich, kommt auch ganz häufig zu kurz, ne, weil ich ja vor allem im Bereich Stiftungen, Steuergestaltung unterwegs bin. Und da ist es auch, finde ich, wichtig, dass man das auch vernünftig dann präsentiert. Also das heißt, ich habe so einen richtigen kleinen Fahrplan und wenn halt Leute dazukommen und ich arbeite schon mal mit Freelancern, dann natürlich auch, wenn das vorher kommuniziert ist, dann wissen die ganz genau, wie ich mir das vorstelle. Und wenn die dann natürlich sagen, hey Jenny, das könnte man vielleicht noch so und so machen, nehme ich das gerne mit auf oder sage, nee, passt mir halt eben nicht, dass das so ein wachsender Prozess ist und natürlich auch komplett digital. Und das ist mittlerweile auch relativ einfach. Man bekommt auch so viel an die Hand, an Lernvideos, komplett digital sein. Und auch, weil ich es selber so nutze, auch von den Arbeitszeiten digital sein. Klar, wenn man dann natürlich Telefonkonferenzen plant oder den Kalender freischaltet, dann erwarte ich natürlich schon, dass dann halt eben, dass man dann dort ist und abrufbereit ist, aber dass man schon eine gewisse Flexibilität auch weiter hat. Würdest du regelmäßig mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch gehen, um auch so zu erfragen, hey, welche Erwartungen habt ihr? Ist das auch so ein Tipp, den man quasi geben kann, so aus deiner Erfahrung? Ja, und das sehe ich ja auch jetzt zum Beispiel auch an, es läuft ja auch zum Teil auch sehr gut in manchen Unternehmen und wir haben dann zum Beispiel einmal in der Woche halbe Stunde Meeting, dass man sich einmal sieht, Abläufpläne wieder angeht, was ist zu machen, was ist wichtig. Und das fände ich natürlich auch schon wichtig, auch alleine, vor allem wenn alles digital ist, dass man eben auch sich immer regelmäßig sieht und wenn man sich digital sieht. Ja, absolut. Und dann muss ja aber auch das Klima geschaffen werden, ne? Also ein Termin kennen wir auch alle. Ein Termin im Kalender ist erstmal ein Termin im Kalender. Wenn man natürlich dann reingeht in diesen Termin und fragt, gibt's was und niemand hat irgendwie was vorbereitet, dann ist natürlich auch sowas wieder schwierig. Wie vermeide ich das? Also wie kriege ich das aus deiner Sicht hin, dass die Leute wirklich offen sind auch und Dinge ansprechen und mutig sind und sagen, hey Chef, ich will mehr gesehen werden. Ich habe letzte Woche so geile Arbeit gemacht und es ist einfach so quasi angenommen worden und niemand hat was zugesagt. Das möchte ich mir anders
Das wünsche ich mir anders. Wie kriegen wir sowas hin? Ja, ich finde, da sollte man als Chef vielleicht auch wieder an Führungsskills arbeiten. Ich finde, das muss man halt auch so ein bisschen einfach in die Hand nehmen und das auch quasi mitleiten. Dass man dann auch mal sagt, also wenn man in so ein Meeting geht, sollte man vielleicht als Chef wenigstens so Grundpunkte, man sollte immer wissen, wo steht man, was ist denn gerade akut, was brennt denn? Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es gar nichts zu sagen gibt, vor allem in der Steuerbranche. Also mir ist es persönlich noch nie passiert, dass man vielleicht mal ein Meeting sagt, okay, für heute alles klar, gehen 5 Minuten früher raus, aber mir ist das jetzt so noch selbst noch nie passiert, dass ich gesagt habe, es gab nichts, was man besprechen konnte. Ja, spannend. Da kommst du, glaube ich, wirklich ein bisschen aus einer anderen Welt, weil ich, wenn ich so in meine vergangenen Berufsjahre zurückdenke in verschiedenen Angestelltenverhältnissen, da gab es das wirklich oft. Beispielsweise Team-Meetings, wo dann, es war montags auch, und dann gefragt worden ist, hat jemand was? Und ich glaube, dann haben alle für sich so, und da nehme ich mich komplett mit rein, so die Abwägung gemacht, boah, wenn ich jetzt nichts sage, habe ich 1 Stunde Zeit gewonnen. Wenn ich jetzt was anspreche, habe ich nervige Diskussionen und so, was ja eigentlich vom Arbeitsklima schon eine Katastrophe ist, wenn du mit diesem Gedanken da reingehst. Also das ist ja eigentlich schon das erste Zeichen, dass es dringend was anzusprechen gäbe. Und trotzdem habe ich die Abwägung so gemacht. Das heißt, irgendwie muss man es schaffen, und ich finde das vielleicht ganz richtig, was du da gesagt hast. Am Ende sind das Führungsskills auch dann vielleicht, du hast es vorhin mal Fingerspitzengefühl genannt, dann vielleicht auch doch nochmal nachzufragen und nochmal auf Leute zuzugehen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas brodelt oder köchelt zumindest schon. Zeitgleich, klar, es ist ein voller Arbeitstag. Wahrscheinlich hat jeder gerne die Stunde mehr Zeit, aber ist natürlich sowas, wo ich glaube, dass Gräben auch sehr, sehr tief werden können. Also vielleicht geht es dann wirklich genau darum, dann Gefühl dafür zu kriegen und die Leute auch ernst zu nehmen. Ja, und das auch im Alltag. Also ich finde, wenn das so eine gezwungene Stunde, man muss es ja auch nicht Stunde, man muss es ja auch nicht erzwingen, ne? Ja. Und auch hier, ich weiß nicht, wie du dich mit Menschentypen schon befasst hast. Es kommt natürlich ja auch immer darauf an, welcher Menschentyp sitzt jetzt gerade vor dir. Habe ich da jemanden, der eben Zahlen, Daten, Fakten, der einfach nur für sich auch gerne ist? Oder haben wir dann eher solche Leute, die dann eher im Sozialen, ne, eher so diese Teamplayer? Also da gibt es ja auch so ein bisschen, kommt es auch ein bisschen darauf an. Aber ich finde, das gehört auch wieder in die Führungsebene, herauszufinden, wie sind denn meine Mitarbeiter, wie ticken die, und das danach auch so ein bisschen zu konstruieren. Also das ist aber jetzt auch steuerrechtsübergreifend. Ich finde, das gehört ja in jedes Unternehmen rein. Und daher auch das Erste, wenn jemand eingestellt werden würde, würde der einen Persönlichkeitstest bei mir machen, wie verrückt das klingt. Aber tatsächlich ist das, finde ich, schon ganz wichtig, um auch denjenigen viel besser abzuholen und auch zu sehen, hey, was bewegt den denn? Habe ich denn eher eine extrovertierte oder eine introvertierte Person etc.? Und daran kann ich ja auch viel besser abstimmen, möchte er eher im Hintergrund arbeiten oder eben nicht. Auch bei der Steuergestaltung, nur als Beispiel, habe ich eine introvertierte Person, die super gut arbeitet, ja, dann ist sie dann eher diejenige, die die Fälle oder derjenige, der die Fälle für mich vorbereitet. Ich bin sehr gerne in Beratung, bin sehr extrovertiert, wie man vielleicht auch merkt. Da sehe ich eher meine Stärke. Und da, ne, dann würde ich das halt gerne übernehmen. Und so kann man sich auch super ergänzen, je nachdem, wen man eben vor sich oder neben sich sitzen hat. Ja, aber auch da sprichst du wieder einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich muss mich auch da mit den Menschen beschäftigen. Also wenn man so ein Resümee ziehen wollen würde jetzt über diese 30 Minuten, in denen wir gesprochen haben, dann ist es schon genau das, ne? Hinschauen, aufmerksam sein, aber auch jeden irgendwie so zu akzeptieren und vor allem zu versuchen zu verstehen, zumindest wie die Leute ticken. Und dann eben auch genau darüber dieses Klima zu schaffen, dass man eben eine Offenheit hat. Weil, und das hattest du eingangs gesagt, das ist eine Erwartung von Jungen in Klammern gesetzt, von Menschen insgesamt, ne? Einfach so dieses gesehen werden und dieses wahrgenommen werden. Also ich glaube, das kann man so als Resümee wahrscheinlich ganz gut ziehen, oder? Absolut. Und ich sage an alle Arbeitgeber da draußen, ich habe so viele tolle Teilnehmer in diesen Lehrgängen, und mir würde es persönlich als Kanzlei das Herz brechen, die zu verlieren aufgrund von oft vielleicht Punkten, die man echt verbessern kann.
Und daher sollte man vielleicht doch nochmal hinschauen, bevor die Leute einen verlassen dann. Ein besseres Schlusswort bekomme ich nicht hin, Jenny. Und deshalb versuche ich es auch an der Stelle gar nicht, sondern dank dir einfach nochmal dafür, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dass du nochmal an diesem Verhör teilgenommen hast und nochmal aus deiner Erfahrung, so aus den Seminaren, ein bisschen berichtet hast und vor allem gemeinsam mit mir hier so den einen oder anderen Schluss gezogen hast, den man vielleicht als Kanzleiinhaberin oder Kanzleiinhaber auch nochmal ziehen kann und sich hinterfragen kann. Vielen Dank fürs Dabeisein und gerne bis zum nächsten Mal, Jenny. Ciao. Danke euch fürs Zuhören und tschüss. Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.